Sie können auf mich bauen. Ich kenne das Hotel, bin mit den Abläufen vertraut. Sie können mich jederzeit einsetzen. Vielen Dank für Ihr Angebot. Aber wissen Sie, ich habe freie Kapazitäten und Zeit. Und ich möchte Sie nicht unnötigerweise einer Doppelbelastung aussetzen. Ich hätte dieses Kind gerne bekommen. Es ist okay, traurig zu sein. Hallo, hier ist Leila Kilic. Meine Eltern haben heute Hochzeitstag. Ich wünsche mir den Song, zu dem sie auf ihrer Hochzeit getanzt haben. Mama, Papa, ihr seid und bleibt die besten Eltern der Welt. Ich liebe euch. By the sun, and it's in my eyes, and it's in my eyes. Caught by the rapture of the dawn, and a restless sky, and a restless sky. This is my life. Leila. Wow. Habt ihr gehört, dass ich mir euer Lied gewünscht habe? Ja, sind wir doch glatt nostalgisch geworden. Ja, ganz spontan. Naja, wo nichts ist, kann man nichts anzünden. So ist das nicht. Wieso nicht? Leila. Ja, komm, wir hatten doch echt einen schönen Familientag, wie du es dir gewünscht hast. Kannst du deiner Mutter und mir ein bisschen Luft geben, dass wir uns sortieren? Ja, klar. Soll ich euch allein lassen? Also, ich finde, wir müssen das jetzt auch nicht überdramatisieren. Nach 25 Ehejahren kann man sich mal einen harmlosen Kuss geben. Ich muss leider los. Sorry. Wenn ich das geahnt hätte, wäre ich auch nicht reingekommen. Hey. Bin so eilig. Nirgends. Wie war dein Kongress? Sehr interessant. Muss ja, sonst hätte es ja auch nicht verlängert. Ach, du meinst die Kollegin aus Freiburg, ja. Das war ein sehr fruchtbarer, rein fachlicher Austausch. Sie ist Spezialistin für Hauttransplantationen bei Brandopfern. Beeindruckend. Dann hast du deine Zeit ja gut genutzt. Hab ich, ja. Und du? Ich habe meinen 25. Hochzeitstag gefeiert. Mit Mo. Und den Kindern. Dann sollte ich wohl gratulieren. Ich will dich auch gar nicht aufhalten. Du musst ja sicher auspacken. Ja, die Klinik hat schon angerufen. Ja, dann sehen wir uns da. Vielen Dank nochmal für Ihre Zeit. Na klar. Ich hoffe, das war okay. Ja, naja, sonst hätte ich was gesagt. Mir hat es auch gut getan, darüber zu reden. Auch wenn die Erinnerung daran immer wieder schmerzhaft ist. Ich hoffe, ich kann das auch irgendwann mit Liebe zurückblicken. Ja, bestimmt. Aber wie gesagt, das ist eben halt erst der letzte Schritt. Ich weiß nicht, was ich ohne Ihre Hilfe gemacht hätte. Ich bin einfach nur froh, dass ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Das ist leider nicht Marvins Talent. Er konnte es ja nicht ahnen. Ich weiß, es ist unfair, ihm Vorwürfe zu machen. Aber ich fühle mich trotzdem von ihm irgendwie im Stich gelassen. Ihm geht es mit Sicherheit auch dreckig. Und eins kann ich Ihnen versprechen. Es wird sich nicht für immer alles so mies anfühlen. Ich habe hier Post für Sie. Können Sie sie gleich mit? Ja, klar. Dankeschön. Bitte. So, ich muss nur aufpassen, dass ich meine Pilze hier nicht zerdrücke. Ach, ich bewundere Sie. Also wirklich, dass Sie noch jeden Tag
frisch kochen bei ihrem Pensum. Also jeden Tag jetzt auch nicht. Das ist eine Ausnahme, weil Hendrik heute zurückkommt endlich. Wirklich? Hm. Da gibt's ein richtiges Festtagsmenü. Ja, er hat sich Pasteten mit Pilzen gewünscht. Eine komplizierte Angelegenheit. Hier wäre noch ein Paket. Ah, prima. Auf das habe ich die ganze Zeit schon gewartet. Entschuldigung. Wirklich? Ah. Hallo, mein Schatz, na? Was? Wieso? Ja, und wann kommt der nächste Flieger? Oh Mann, das ist ja blöd. Okay, dann sagst du mir Bescheid, aber ich wenigstens noch ein bisschen Zeit, alles vorzubereiten. Bis dann, mein Schatz. Tschüss. Hendrik hängt in Frankfurt fest. Ah. Sein Flug hat Verspätung. Ah, na, hoffentlich schafft das heute noch. Ja, das hoffe ich auch. Und hier ist endlich mein Olivenöl. Nein. Das ist kein Olivenöl. Sie haben nicht gelesen, an wen das Paket gerichtet ist. Sie haben es mir doch gerade gegeben. Eben. Das war für Joe. Das ist Joe, ja. Schade. Na, wenigstens bleibt es die Familie. Da ist immer noch Hoffnung. Sie will dich immer noch küssen. Nostalgie ist nicht dasselbe wie Leidenschaft. Papa, das weiß ich. Aber wenn sie komplett mit dir durch wäre, dann hätte sie dich nicht zurückgeküsst. Das musst du als Ansporn nehmen, dran zu bleiben. Ich glaube, übertriebener Aktionismus wäre jetzt nicht das Richtige. Deine Mutter reagiert allergisch auf Druck. Und für mich sind da auch noch viele Fragen offen. Aber du liebst sie noch, oder? Deine Mutter hat immer einen Platz in meinem Herzen. Aber irgendwas ist schiefgelaufen in unserer Ehe. Ich kann es nicht mal benennen. Ja, und so ein Kuss ändert nicht, dass unsere Liebe in einer Sackgasse gelandet ist. Aber wenn ihr euch beide anstrengt, dann findet ihr einen Weg hinaus. Ja, aber vorher müssen wir uns doch beide auch einig sein, dass wir das wirklich wollen. Hey, ich weiß, dass es dir schwerfällt. Aber Dinge müssen sich entwickeln, in die eine oder andere Richtung. Das musst du akzeptieren. Egal, wie es mit deiner Mutter und mir weitergeht. Hey, deine Mutter und ich, wir waren heute sehr gerührt von deiner Geste mit dem Song und dem schönen Familienessen. Wir haben das sehr genossen. Ich fand's auch schön. Elias und Tui seid wirklich das Wichtigste. Wir sind und bleiben eure Eltern. Wir bleiben eine Familie. Das sagt ihr, aber das wisst ihr gar nicht. Leila, das weiß niemand. Es gibt Dinge im Leben, die kannst du nicht mit Fleiß und Entschlossenheit beeinflussen. Die muss man nehmen, wie sie kommen. Huhu. Hi. Ich habe Müsli mitgebracht. Perfekt. Wie waren die Wohnungsbesichtigung? Och, eigentlich super. Also, die Wohnung, die ist jetzt nicht optimal geschnitten, aber dafür sofort bezugsbereit. Na, und wo ist der Haken? Hm. Der Haken ist, wie kriege ich Ahmed überzeugt, mit uns einzuziehen? Also, wenn du es nicht weißt. Ja. Ich bleib einfach weiter am Ball. Und was ist das? Ein Geschenk für Hendrik? Nee, vorsichtig. Das hat Joe geschickt bekommen von jemandem aus Cuxhaven. Aus Cuxhaven? Hm? Und von wem? Von einem Herrn Fries. Keine Ahnung, wer das ist. Ich habe noch nie von dem Menschen gehört. Weder von Hendrik noch von Joe. Komisch, oder? Ich würde mir da jetzt nicht so eine Gedanken machen. Aber Joe hat noch gar nichts erzählt, seit er aus dem Internat wieder da ist. Und jetzt kriegt er plötzlich ein Paket mit einem Buddelschiff. Das ist eine Erbschaft. Naja, ich meine, es ist doch ganz normal, dass Joe jetzt im Internat sein eigenes, selbstständiges Leben beginnt. Hm. Man soll es ja auch nicht übertreiben mit den Sorgen und mit der Kontrolle. Mhm. Hm. Wäre ich an Joes Stelle, da würde ich eine richtige Krise kriegen, wenn meine Eltern mein Paket ohne mich geöffnet hätten. Mensch, das war ein Versehen. Ich entschuldige mich natürlich bei ihm. Gut. Gut. Oh. Hendrik weiß immer noch nicht, wann es weitergeht. Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht allzu lange dauert. Bis später. Ja.
taub? Ich hab dich x-mal gerufen. Was ist denn? Nichts, ich hab mich nur gewundert. Schwänzt du, oder was? Nein, mir geht's einfach nicht gut. Bist du krank? Einfach fertig, okay? Okay. Was ist das denn? Jetzt kapiere ich, was los ist. Du hast ihr einen Antrag gemacht. Und sie hat dich gekorbt. Was ist eigentlich ihr Problem? Ist sie zu alt zum Heiraten? Oder du vielleicht doch zu jung? Sie hatte eine Fehlgeburt, okay? Das ist ihr verdammtes Problem. Was? Das tut mir leid. Du wolltest... Ich wollte dir zeigen, dass wir auch ohne Baby eine richtige Familie sein können. Ihr zeigen, dass ich für sie da bin, egal was passiert. Und sie hat Nein gesagt? Sie will nicht mal mehr mit mir sprechen. Weil ich nicht für sie da war. Weil ich diesen Anruf nicht gehört habe. Aber das war doch keine Absicht. Das ist egal. Das Hotel, ich kann sagen, dass du krank... Ja, alles gut. Hey. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich mach mich auf den Weg. Ja, bis gleich. Ciao. Zum Glück hat er keinen Flügel gewollt. Wie lange soll das Ding hier bleiben? Also Dr. Mikulasch hat die Suite für mindestens 4 Wochen gebucht. Das heißt also, so lange bleibt das Klavier hier. Das soll dann auf seine Suite nach oben? Nein, das würde ich den Gästen ungern zumuten. Deshalb suchen wir uns lieber ein ruhiges Plätzchen hier unten. Naja, oder eben nicht. Naja, Dr. Mikulasch liebt den großen Auftritt. Und ich gehe mal davon aus, dass er wirklich ziemlich gut Klavier spielen kann, oder? Naja, er hat immer behauptet, seine Mutter wäre Konzertpianist. Also ich würde es in Skala stellen. Naja, sie hätten umsonst Entertainment und Herr Dr. Mikulasch sein Publikum. Win-win. Ich liebe ihren Pragmatismus. Wahrscheinlich halten sie es deshalb mit Frau Fehrmann aus. Ja, also bei Amelie, da lohnt sich doch immer ein Blick hinter die Fassade. Das wissen Sie doch selber. Auch wenn sie es einem nicht immer leicht macht. Das glaube ich sofort. Herr Flickenschild, können Sie einmal kurz mitkommen? Wir haben ein Problem. Was gibt's denn? Ich weiß nicht, wo ich Herrn Dr. Mikulasch einbuchen soll, wenn er nachher anreist. Alle Suiten sind belegt. Wie könnte das denn passieren? Das Problem ist wahrscheinlich die Suite von Frau Fehrmann, weil sie nicht offiziell bei unser Buchungssystem eingetragen ist. Sie wohnen hier in der Suite? Na, Moment mal, also ich nicht. Amelie. Ja, sie hat den Deal mit Herrn Böttcher gemacht und die Suite für 4 Wochen zur Verfügung gestellt bekommen. Umsonst. Das geht gar nicht. Ja. Zahlende Gäste gehen vor. Ja, das sehe ich ganz genauso. Das geht gar nicht. Schmeißen Sie Amelie direkt raus. Das bringt mich in eine bessere Verhandlungsposition. Ich habe eine neue Wohnung gefunden, die ziemlich cool ist. Ich tue mein Bestes. Win-win. Darf ich? Wie geht's dir? Du zuerst. Ich war mit Ben Berger spazieren. Mit ihm kann ich richtig frei reden. Über die Schuldgefühle. Die Leere und diese unfassbare Traurigkeit. Ohne mich zu schämen. Du musst dich für gar nichts schämen. Es hilft nichts, wenn ich das sage, ne? Nicht so richtig. Aber es ist schön, hier einfach mit dir zu sitzen. Soll ich dir ein Update aus meinem völlig aus den Fugen geratenen Chaosleben geben? Unbedingt. Ich habe Mo geküsst. Also, wir haben uns geküsst. Hat Leila gedroht, sonst nicht zur Olympiade zu fahren? Ja, sie hatte tatsächlich ihre Finger im Spiel. Sie hat sich im Radio unser Hochzeitslied gewünscht. Plötzlich war da so eine Nähe, Vertrautheit.
die mich total überrumpelt hat. Und dann haben wir uns geküsst. Und wie hat es sich angefühlt? Schön. Vertraut. Geborgen. Aber kein Feuerwerk, wie bei Klaas. Wo ist nach 25 Jahren eher noch Feuerwerk? Die meisten sind froh über ein bisschen Kerzenschein. Du müsstest dich damit nicht zufrieden geben. Du könntest mit Klaas zurück zu den ganz großen Gefühlen. Ich weiß nicht, ich komme mir auf einmal total dumm vor. Wenn so ein Feuerwerk sowieso vergänglich ist, wieso habe ich dann was aufgegeben, womit ich 25 Jahre lang glücklich war? Nein, Jördis, du warst nicht mehr glücklich. Und durch Klaas hast du das bemerkt. Und du hast jetzt die Chance, was zu ändern. In welche Richtung, das entscheidest du. Machen Sie da? Herr Böttcher hat mich gebeten, das Ding zu gießen. Gießen, aber nicht ertränken. Wer mir seine Zimmerpflanze anvertraut, hat selbst Schuld. Wollen Sie Ihre neu gewonnenen Mutterqualitäten nicht auch auf die Pflanzen erweitern? Henny und meine Familie sind eine Ausnahme. Ansonsten interessiert mich nur meine Arbeit. Also gut, dann zurück zur Arbeit. Die Suiten sind überbucht und Dr. Mikulasch reist heute an. Was soll ich da machen? Zelt im Carlos aufstellen? Ich weiß, Sie haben eine Vereinbarung mit Herrn Böttcher. Die stelle ich auch gar nicht in Frage. Aber in dieser speziellen Situation ist Ihnen doch sicherlich klar, dass Sie Ihre Suite räumen müssen. Ich soll was? Im Interesse des Hotels. Dr. Mikulasch ist einer unserer anspruchsvollsten Stammgäste. Wollen wir unsere Klientel nicht verjüngen? Die Jüngeren hätte ich gerne dazu. Nicht stattdessen. Aber ich habe gehört, Herr Eilers ist bereits intensivst auf der Suche nach einer gemeinsamen Familienwohnung. Genau deshalb brauche ich ja die Suite. Und ich dachte, die kleine Henny hätte ihr Herz erwärmt. Aber nicht während der Arbeitszeit. Ich liebe Henny, aber ich brauche auch meinen Schlaf und Ruhe zum Arbeiten. Ohne Hufgetrappel, Elefantentröten und Hex-Hex-Sprüchen. Um im Hotel meine gewohnte Bestleistung abzuliefern. Und deshalb die Suite. Ganz im Interesse des Hotels und des Restaurants. Dann verlasse ich mich einfach auf Ihr bewährtes Krisenmanagement. Uns fehlt eine Suite. Lösen Sie das Problem. So sieht also jemand aus, der so tut, als würde er fleißig lernen. Ich muss was mit der Uni klären. Scham ist kein Fach, für das man Noten kriegt. Sagt die Richtige. Mama und Baba haben sich geküsst. Warum? Weil sie sich immer noch lieben? Und ich mir ihr Hochzeitslied im Radio gewünscht habe? Oh, keiner hat die dazu gezwungen, okay? Ich habe nur eine Gelegenheit geschaffen und bam. Du manipulierst drum. Lass sie doch einfach. Bist du glücklicher, wenn unsere Eltern getrennt sind? Darum geht's nicht. Sie sollten nur selber darauf kommen, wenn sie es nochmal miteinander probieren wollen. Also hör auf, Schicksal zu spielen. Es geht immer schief. Das war doch nicht böse gemeint. Du kennst doch meine Meinung. Hey, was ist denn los? Du kannst mir alles sagen. Franka war von Marvin schwanger. Sie hat das Baby verloren. Und wie geht's den beiden? Elias, ich habe etwas getan, was ich niemals hätte machen dürfen. Was? Als Franka das Baby verloren hat. Sie hat versucht, Marvin zu erreichen und ich habe das Handy stumm geschaltet. Wir hatten so eine gute Zeit.
Ich meine, wenn ich gewusst hätte, was los ist, dann hätte ich das doch niemals getan. Ich bin doch kein Monster. Hast du ihm die Wahrheit gesagt? Das würde doch alles noch schlimmer machen. Ich bin eine gute Freundin von ihm. Er braucht mich jetzt. Du hast Angst, dass er nichts mehr mit dir zu tun haben will. Wen habe ich hier denn sonst? Die im Trainingskader in Köln. Das sind doch keine Freunde. Aber ich werde alles dafür tun, um Marvin zu unterstützen. Vor allem, weil Franka gerade nicht mit ihm redet. Du hast echt ein Talent, dich so richtig reinzureiten. Aber Elias, versprich mir, dass du das für dich behältst, okay? Ich halte mich da raus. Britta? Hi! Hi! Na? Papa schon da? Du, nee. Der Flug hat Verspätung, aber ich hoffe, dass er so in 2 Stunden da ist. Ach so, okay. Sag mal, wolltest du nicht Pizza essen gehen mit dem Kumpel? Ah, er hat abgesagt. Oh, echt? Du, dann plane ich dich fürs Abendessen mit ein, oder? Gibt Pastete mit Pilzen. Oh Mann, ich geh nach oben, ja? Ben macht für Lilly Schinkennudeln. Klar, was sonst? Du, wir haben noch gar nicht richtig geredet, seit du aus dem Internat wieder da bist. Gefällt's dir immer noch so gut? Hast du ein paar Freunde gefunden? Ja. Ja? Mhm. Im Ort oder auf der Schule? Musst du so viel fragen? Na, ich will wissen, wie es dir geht. Ja, und ich will warten, bis Papa wieder da ist. Dann muss ich nicht so viel erzählen. Ah, okay, das macht's ja. Kannst du mir einfach eine SMS schicken, wenn er da ist? Ich bin jetzt oben bei Lilly. Zocken. Okay. Das sind die Tagesgerichte, Grünkohl mit Salzkartoffeln. Naja, steht ja alles drauf. Danke. Hey. Hey. Ich hoffe, du findest das nicht blöd. Ich wollte einfach mal nach dir sehen. Nein. Das ist lieb. Du weißt, ich habe so viel zu tun. Ich habe gar nicht groß Zeit, darüber nachzudenken, was alles passiert ist. Sehr gut. Soll ich nach Feierabend übernehmen? Ich hol dich ab und wir machen was zusammen? Ich weiß nicht, ob ich so eine gute Gesellschaft bin. Das ist mir doch egal. Ich will einfach nur nicht, dass du mit deinem Kummer alleine bist. Sonst kommst du noch auf dumme Gedanken. So ist das jedenfalls bei mir. Ja, vermutlich hast du recht. Sehr gut. Soll ich dich abholen? Wir können auch einfach nur abhängen. Ja, okay. Trifft deine Mutter ihn noch? Im Gegenteil. Meine Eltern kommen sich wieder näher. Schön. Also spielt er keine Rolle mehr, ja? Die Frage ist nur, wer das weiß. Wenn nicht, kannst du ja nachhelfen. Ich dachte, du findest sowas fies. Aber es ist doch die Wahrheit, oder? Ja. Dann ist es doch nur fair, wenn er die Wahrheit erfährt. Hast du schon gepackt? Merle, ich bitte dich. Der Flieger wartet nicht nur, weil du dich nicht entscheiden kannst, welches Yoga-Outfit du mitnimmst. Ja, ich vermisse dich auch. Nur im Übrigen, zu Hause ist es richtig still, ja. Und sag Bescheid, wenn du am Flieger bist. Also, bis später. Tschüss. Herr Flickenschild. Oh, hallo, Herr Eilers. Hat das mit dem Klavier geklappt? Also, das Klavier macht wirklich eine fantastische Figur im Carlos. Man könnte überlegen, es wirklich dauerhaft zu etablieren. Ja, müssen wir nur noch herausfinden, ob die Gäste die Klaviermusik mögen, oder? Ob sie ablehnen. Es tut mir leid, dass ich Ihnen mit der Wohnungssuche nicht behilflich sein konnte. Sie haben mit Amelie gesprochen. Ja, ich habe sie gebeten, die Suite zu räumen, aber sie hat sich geweigert. Sie hat sich geweigert? Das geht doch nicht, Sie sind doch der Boss. Sie hat eine Vereinbarung mit Herrn Böttcher und die kann ich nicht ignorieren. Sie hat also einfach auf ihre Suite bestanden? Ja, sie war da ziemlich entschieden. Aber vielleicht braucht sie auch nur ein bisschen Abstand vielleicht von der ganzen Familienidylle. Gut, ich meine, wer braucht das nicht?
Trotzdem gibt es auf diesem Planeten Millionen von Eltern, die 24/7 mit ihren Kindern zusammenwohnen. Sind Sie sicher, dass Frau Fährmann das auch so sieht? Sie ist ja sonst so tough. Es kann doch nicht sein, dass eine Fünfjährige sie an ihre Grenzen bringt. Ich hoffe immer noch, dass sie ihren Widerstand so langsam aufgibt. Sie ist wirklich gerne mit uns allen zusammen. Ja, aber wenn man ständig beieinander ist, ein bisschen Abstand, dann freut man sich auch wieder mehr auf das Zusammensein. Hm? Ja. Was mache ich jetzt mit meinem Wohnungsproblem? Es wird langsam eilig. Heute kommt der Mann von Britta zurück aus den USA und es wird eng. Und wenn Sie die Wohnung erstmal allein anbieten? Naja, darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Auch wenn das finanziell eigentlich großer Quatsch ist. Vielleicht lässt sich Frau Fährmann ihre Ruhe ja etwas kosten. Überlegen Sie es sich. Hier im Carlos hätten Sie quasi freie Hand. Berlin. In Berlin gibt es schon genug Sterneküche. Und hier wären Sie konkurrenzlos. Ja, ich sehe schon. Also, falls Sie Ihre Meinung ändern, dann wissen Sie ja, wo Sie mich erreichen können. Ja, danke Ihnen auch. Tschüss. Ich brauche den Zweitschlüssel vom Gepäcksraum. Gibt es Schwierigkeiten, Ersatz für Frau Saravakos zu finden? Nein, meine Favoriten zieren sich nur ein bisschen. Die sieht ja gar nicht gut aus. Welcher Depp hat die denn gegossen? Ich. Entschuldigung. Sie können gern die Patenschaft übernehmen. Ich habe genug um die Ohren. Bleibt mir wohl keine andere Wahl, wenn da noch ein Blatt dran sein soll, bis der Böttcher wiederkommt. Sie wissen ja, wie sehr er an seinen Pflanzen hängt. Ja, merkwürdig, oder? Hey, was machst du denn da? Leben retten für einen Freund. Und du? Ich wollte nur fragen, wie es dir geht. Leila hat mir was von einem Kuss erzählt. Deine Schwester interpretiert da wieder viel zu viel rein. Habe ich mir schon gedacht. Wie ist denn die Lage? Natürlich sind da noch Gefühle zwischen deiner Mutter und mir. Immerhin sind wir 25 Jahre verheiratet. Der Kuss hat mich schon verwirrt. Und deine Mutter erst recht. Ihr habt alle Zeit der Welt, um rauszufinden, ob ihr euch nochmal eine Chance geben wollt. Keiner trägt euch. Naja, außer Leila. Ist schön, dich hier zu haben. Ich bleibe auch noch ein wenig. Ich habe beschlossen, die Hausarbeit hier zu schreiben. In Köln habe ich viel zu viel Ablenkung. Mir gefällt dein neues Pflichtbewusstsein. Ihr habt ja genug unter mir gelitten. Komm. Ich bin heute auf dem Heimweg direkt in Jördes reingerannt. Tja, wenn man jemanden vergessen will, dann kann diese Stadt ein echter Flug sein. Man begegnet sie ständig und überall. Vergessen? An Vergessen ist doch gar nicht zu denken. Als ob ich Jördes in absehbarer Zeit aus dem Kopf kriegen würde. Keine Chance. Aber sie bleibt weiter auf Distanz. Ja, sie war, glaube ich, schon ein bisschen eifersüchtig heute. Ja? Nach dem Kongress in Basel habe ich einen Tag drangehängt und habe mich mit so einer sehr erfolgreichen Schönheitschirurgin getroffen. Ja, und? Ging da was? Nein, das Treffen war rein beruflich. Aber die Kollegin hat schon ein bisschen mit mir geflirtet. Tja. Und wenn man nicht offen für sowas ist? Ja. Ich habe einfach momentan überhaupt kein Interesse an anderen Frauen. Ja. Bringt es denn was, auf die eine zu warten? Das hängt in diesem Fall weniger von mir ab, als vielmehr von dieser jungen Dame. Wow. Da wird mir noch mal klar, wie gut Lilly meine Trennung von Britta weggesteckt hat. Erwachsene Kinder sind da leider etwas kompromisslos, manche zumindest. Ja. Tina, ich muss da ganz kurz rangehen. Dauert nicht lange, ist okay, ja, oder? Okay. Alles klar. Hey, Tina, na? Wie geht es euch? Ach, schön. Hallo, Leila. Bemühen Sie sich nicht. Ich bin nur hier, um etwas klarzustellen. Und das wäre? Sie können sich das mit meiner Mutter ein für alle Mal abschminken. Aus Ihnen beiden wird nie ein Paar. Hm. Wenn es um Liebe geht, dann sag niemals nie. Meine Mutter geht zu meinem Vater zurück. Kapiert? Ach ja, hat sie das gesagt? Das muss sie gar nicht. Sie hat meinen Vater heute geküsst. Das sagt doch alles. Also tun Sie uns einen Gefallen und lassen Sie die Finger von ihr.
Wo waren Sie denn spazieren? Ich habe nur einem Gast eine Lieferung aus der Apotheke aufs Zimmer gebracht. Brauchen Sie was? Ich würde gerne mit Ihnen das Chaos beseitigen, das Sie angerichtet haben. Ich? Mhm. Ich sehe gar keine Überbuchung der Suiten. Alle Suiten sind belegt, aber ich konnte Herrn Dr. Mikulasch noch nicht einschätzen. Ja, bei einem mehrwöchigen Aufenthalt wünscht er aber ein Superior-Zimmer und keine Suite. Seit wann? Schon immer. Also seit ich hier bin? Ich kenne Dr. Mikulasch schon deutlich länger. Er will jetzt nicht jede Woche 1000 Euro verbraten. Naja, aber wie man hört, hat er ja genug. Weil er sein Geld zusammenhält. Also Herr Flickenschild hat mir nichts gesagt. Herr Flickenschild hat auch schon länger nichts mehr mit dem Tagesgeschäft zu tun. Ändern Sie bitte die Buchung und wir vergessen die ganze Aufregung. Hm? Ich würde trotzdem gerne Herrn Flickenschild fragen. Haben Sie eigentlich schon Ihre interne Bewerbung fertig? Wenn Herr Wirth jetzt zurückkommt, dann möchten Sie doch auch, dass Ihre Versetzung ins Carlas möglichst schnell durchgewunken wird. Ja, ich mache die heute Abend gleich fertig. Ich möchte wirklich unbedingt Ihre Assistentin werden. Assistant FBM. Assistant Food and Beverage Manager. Ist die Buchung schon geändert? Erledigt. Wunderbar. Und beim nächsten Mal nicht gleich Feuer rufen. Assistant FBM. Es geht mir so viel besser. Du hattest recht. Es tat gut, die Wahrheit zu sagen. Bist du denn sicher, dass du mit mir auf der Couch abhängen willst und eine Serie gucken willst? Aber hallo? Und Chips dürfen auf keinen Fall fehlen. Passen die in deinen Ernährungsplan? Marvin, das ist ein Notfall, okay? Geh kurz Chips holen, ja? Ja, klar. Franka, ich hab versucht, dich zu erreichen. Ich hab's gesehen. Warum rufst du denn nicht zurück? Mir war nicht nach Reden. Ja, aber du sprichst gern mit Ben Berger. Er musste leider die gleichen Erfahrungen machen wie ich. Und es tut mir einfach gut, mit ihm zu reden. Es hilft mir. Ich mache diese Erfahrung auch. Als ich ins Krankenhaus musste, hast du mit deiner Freundin gezockt. Entschuldige bitte, als ich den Anruf bemerkt habe, habe ich das sofort zurückgerufen, aber du bist ja nicht ans Telefon gegangen. Ich weiß es. Es ist nicht fair. Die ganze Situation ist nicht fair. Der Punkt ist, Ben Berger war da, als ich Hilfe brauchte. Und er war auch derjenige, der mich gefunden und ins Krankenhaus gebracht hat. Es tut mir einfach gut, mit ihm zu reden. Kannst du das nicht verstehen? Ist immer noch nicht da? Nein, er hatte wahnsinnig viel Pech. Aber ich hoffe, dass er jetzt bald kommt. Das riecht aber richtig lecker. Ja, das sind Pasteten. Nee. Ja. Also, falls da eine übrig bleiben sollte, ich helfe gerne. Vergiss es. Hat sich die Sache mit dem Buddelschiff aufgelöst? Ich habe das Paket jetzt erstmal weggestellt. Ich möchte lieber, dass Henrik dabei ist. Ja, verstehe. Damit er dann Joe einfangen kann, weil der so richtig sauer sein wird, dass seine Eltern seine Post aufmachen. Das war ein Versehen. Ich hoffe auch, dass Joe offener ist, wenn Henrik wieder da ist. Ich will ihn ja nicht aus Neugierde ausquetschen. Ja, es ist natürlich alles nur aus Sorge, ne? Ja, tatsächlich. Mhm. Lilly erzählt auch überall rum, dass ich die absolute Helikoptermutter bin. Hm. Also in dem Fall würde ich mir natürlich auch männliche Unterstützung holen. Siehst du? Ja. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er auch noch einen Triebwerkschaden, der Zug. Ich fass es nicht. Bis Henrik da ist, da sind die Pasteten noch labbrig. Oh nein, ich bin doch da. Ich guck mal nach. Was haben die mit dir gemacht? Gib nicht auf.
siehst doch immer besser aus. Du schaffst das. Hast du die Gesellschaft gesucht? Ich wäre nicht der Erste, der mit Pflanzen redet. Vielleicht sollten wir Savia reden. Über unseren Kuss. Ziemlich verwirrend, oder? Total. Auch wenn wahrscheinlich unsere Tochter nicht hätten glücklicher machen können. Ja, sie geht bestimmt davon aus, dass die Trennung damit hinfällig ist. Und es geht nicht darum, was Leila sich wünscht. Wir müssen jetzt ehrlich zu uns sein und uns fragen, woher kommt dieser Kuss? Oder was bedeutet er? Oder was hoffen wir, dass er bedeutet? Entschuldigung. Hotel Drei Könige, Modern College. Was kann ich für Sie tun? Alles klar, einen Moment, ich bin sofort bei Ihnen. Ein Gast hat Probleme mit der Schranke in der Tiefgarage. Kannst du kurz warten? Klar. Hier steckst du. Schlimm, wenn sich jetzt sogar schon Ärzte nach Feierabend was als Barpianisten dazu verdienen müssen. Ich habe das Telefon umgestellt. Mit ein bisschen Glück haben wir jetzt ein bisschen Zeit für uns. Vielleicht ist jetzt doch nicht der richtige Augenblick. Meine Schicht geht bis morgen früh um 6. Ich weiß, aber vielleicht sollten wir doch in Ruhe reden. Du kannst mich ja anrufen, wenn du ausgeschlafen hast. Ich bin endlich da. Aber nur in der Kanzlei. Ich habe von ihrer Mutter erzählt, wie sehr sie geliebt hat. Und wie ehrlich sie gesehen hat. Ich konnte nur vermuten, was er vorhat, gesagt hat Magdalena. Ich kann ihre Hilfe dringend gebrauchen. Also, 2,5 Millionen, inklusive Weideland. Ich hab dich so vermisst. Hey! Was machen Sie denn hier? Du Althaus, ich hab Sie auch vermisst. Ah, sehr witzig. Was machen Sie auf der Couch? Ich denke, Britt hat Ihnen ein Zimmer gegeben. Ich muss beim Film eingeschlafen sein. Aha. Hey. Oh, du bist da. Endlich. Ja, so. Tja, ich bin da. Ich lasse euch mal alleine für eure Wiedersehenszeremonie. Endlich. Was tut mir leid. Ich bin eingeschlafen auf dem Bett. Ich wollte mich nur ganz kurz hinlegen. Ich war so müde und da bist du. Wo bin ich? Herzlich willkommen. Ja, du herzlich willkommen. Ich hab schon gedacht, ich werde nie ankommen. Dachte ich auch. Und weißt du, was mir Kraft gegeben hat? Der Gedanke an leckeren Pasteten. Ich habe so einen Hunger. Ja. Oh, was? Wo sind die? Sind die kalt? Keine Rolle, ich esse die auch kalt. Ich muss echt was essen. Ja, die Pasteten. Küche? Nein, haben wir gegessen. Jorik und ich, wir hatten Hunger. Nee. Wie wär's mit einem Spiegelei und Brot? Spiegelei und Brot? Ja, kann sehr lecker sein. Nein, kann es nicht. Es tut mir wirklich leid. Ach, ich liebe dich, aber... Ich weiß. Weißt du, was ich jetzt möchte? Oh ja. Ein Döner. Und? Noch eine Folge? Meinetwegen. Macht
dich nicht so fertig. Ich gehe ständig diesen Abend durch. Ich will verstehen, warum ich das Handy nicht gehört habe. Wir haben gezockt. Und du hattest Spaß. Weißt du, wie oft ich Anrufe verpasse? Aber doch nicht so einen Anruf. Niemand konnte ahnen, dass so etwas Schlimmes passiert. Das kam völlig aus dem Nichts. Meiner Freundin ging es schlecht und ich war nicht da. Das denkt sie nicht. Nicht wirklich. Doch. Das ist nur der Schmerz, der sie das sagen lässt. Zwei von meinen Tanten ist das auch passiert. Es braucht Zeit, bis man darüber hinwegkommt. Für Franka ist es jetzt erstmal wichtig, dass sie sich in ihrem Schmerz zurückzieht. Aber sie wird wiederkommen. Und irgendwann wird es ihr besser gehen. Dir auch. Irgendwo hier muss doch noch einen offenen Dönerladen geben, hallo. Also Pizza gibt's auf jeden Fall am Bahnhof. Oh nee, bitte nicht. Die Kollegen haben jeden Tag in Chicago Pizza bestellt. Die waren mal schon ganz kalt und lapprig, als wir Pause hatten. Ich esse nie wieder Pizza. Siehst du, dann ist es doch umso besser, dass ich dir die labbrigen Pasteten nicht mehr feilgeboten habe. Ja. Red dir das nur schön. Mein Essen einfach dem Einlass gegeben, das war's, ne? Kann ja nicht wahr sein. Ich verzeihe dir erst, wenn ich einen Döner in der Hand habe. Oh. Aber jetzt mal abgesehen vom wahnsinnig schlechten Essen, war doch Chicago ein voller Erfolg, oder? Ja, ein voller Erfolg. Es war super aufschlussreich und ich kann dir und den Kollegen echt was Neues erzählen. Aber du hast davon was gesagt? Was ist los mit Joe? Joe hat ein Flaschenschiff geschickt bekommen. Eine Erbschaft von einem Herrn Fries, Hans-Peter Fries. Mhm. Und wer ist das? Ja, ich dachte, du weißt das vielleicht. Anscheinend ist das ein Skipper aus Cuxhaven. Okay, was hat Joe gesagt? Noch hat er gar nichts gesagt, weil er nicht weiß, dass das Paket angekommen ist. Frau Jansen hat es mir übergeben in der Diele. Und dann habe ich mit dir telefoniert, nicht aufs Etikett geguckt und es aufgemacht. Und ich fand es komisch, dass er von jemandem was erbt, den wir gar nicht kennen. Es gibt bestimmt eine ganz harmlose Erklärung dafür. Ich bin heilfroh, dass du endlich wieder da bist. Ach komm, du hast das wie immer alles wunderbar auch ohne mich gemeistert. Hm. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Nein, es war wunderbar. Ich hab dich sehr vermisst. Hunger. Döner. Oder doch die Pizza. Nein. Shit, das trifft sich ja gut. Haben Sie zufällig Ihre Masterkey-Card dabei? Ich komme nicht in mein Zimmer. Das ist Absicht, Frau Fehrmann. Die Suite wurde gereinigt und Ihre Sachen finden Sie im Gepäckraum. Das war's mit der Suite. Witzig. Frau Fehrmann, ich hatte Sie gebeten, sich um die Suiten zu kümmern. Als Herr Dr. Mikulasch gestern Abend spät abends anreiste und erfuhr, dass er auf ein Superior-Zimmer umgebucht wurde, war derart verärgert, dass er wieder abgereist ist. Ja, und was sehen Sie mich da so an? Ich habe keinen Zugriff auf das Buchungssystem vom Hotel. Nein, die Umbuchung hat Frau Bergmann veranlasst. Ach, jetzt wird ein Schuh draus. Dann hat sich das Suitenproblem ja sowieso gelöst, wenn Sie mir netterweise die Tür aufmachen können. Frau Fehrmann, ich kenne Ihre Spielchen. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass Sie so lange auf Frau Bergmann eingeredet haben, bis sie die Reservierung geändert hat. Also, soll ich Sie fragen? Naja, also wir haben schon über den Gast gesprochen, aber was sie da dann falsch verstanden hat, ist... Frau Fehrmann, lassen Sie Ihre Spielchen. Und schon aus Prinzip verweigere ich Ihnen den Zugang zur Suite, egal was Sie mit Herrn Böttcher vereinbart haben. Und sollte sich so etwas oder Ähnliches wiederholen, dann ist eine Abmahnung fällig. Thank you.
bitte. Was er da gespielt hat, das war so schön und so traurig. Es war, als hätte er einfach nur für mich gespielt. Ein sehnsuchtsvolles Komm zurück zu mir. In dem Moment hätte ich ihn am liebsten nur geküsst. Dagegen hätte er bestimmt nichts gehabt. Klaas hat mir deutlich gemacht, was er von meinem Hin und Her hält. Du musst dir einfach klar werden, was du willst. Und welche Rolle Klaas für dich spielt. War er nur die Flucht aus einer Ehe, die eingeschlafen ist? Oder ist er in Wahrheit deine große Liebe? Und nicht Mo? Glaub mir, diese Frage rotiert permanent in meinem Kopf und ich finde keine Antwort. Jetzt reden wir schon wieder nur über mich. Aber bin ich doch eigentlich gekommen, um für dich da zu sein. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ich tue alles für dich, das weißt du. Kannst du meine Gärtnerei hüten? Ich habe gleich noch eine Auslieferung, eine Terminbestellung und Joe kommt erst später. Du bist schon wieder ganz im Job angekommen. Ja. Ich denke nicht so lange über Dinge nach, die ich nicht ändern kann. Das ist meine Überlebensstrategie. Hat sich bisher immer ganz gut bewährt. Also ich gehe dahin, wo du mich brauchst. Und wenn es hinter die Kasse ist. Oh, kommt her, ihr Augen. Lasst euch mal ansehen. Oh Gott, ihr seid ja beide einen Meter gewachsen, also du auf jeden Fall. Wie geht's euch? Was habt ihr gemacht? Ah, nichts Besonderes. Sam hat ein super Referat gehalten über Detektive. Was, wirklich? Oh, das klingt total spannend. Darf ich das mal hören? Joe, es ist mir total peinlich. Ich habe aus Versehen dein Paket geöffnet. Ich habe es nicht richtig gelesen. Es tut mir leid. Sorry. Cool, ein Minischiff. Aber wie kommt das da in die Flasche rein? Kann ich mal sehen? Nein! Aus Versehen aufgemacht. Echt jetzt? Wer's glaubt? Joey? Hallo allerseits. Das ist ja schön, die ganze Familie zusammen. Es tut mir leid. Ich. In meinem Kopf, wir haben ja schon eine kleine Familie. Jetzt eine Familie gründen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du stehst ja auch kurz vor Olympia. Und du willst Goldmedaillen im Koch-Olymp holen. Ja. Da ist Franka. Geh zu ihr hin. Sag ihr, dass du trotz allem für sie da bist. Wie geht's dir? Schönen Tag noch. Und? Jetzt mache ich mir noch Hoffnung. Sie wird nie wieder was mit mir zu tun haben wollen. Doch, das wird sie. Wenn sie endlich kapiert hat, dass du gar nicht schuld bist, weil ich dein Handy auf stumm gestellt habe. Was hast du getan? Ziehst du wieder ein? Ja, vorübergehend. Bis wir dann in unsere gemeinsame Wohnung ziehen. Ja, viel Spaß. Ich werde diese Bruchbude nicht betreten. Franka, ich wollte nur helfen. Danke. Ja, hätte ja auch mir passieren können. Und dass ich jemanden treffe, der meine Gefühle durcheinander bringt. Gibt's da jemanden? Nein, ich meine das bloß theoretisch. Wann hast du eigentlich deinen ersten Toten gesehen? Joe, ich weiß nicht. Wäre das nicht ein richtiger Zeitpunkt gewesen, um ihm von Luisa zu erzählen? Nein. Aber seine Tante hat er nicht kennengelernt. Britta, jetzt fang dich bitte wieder damit an, okay? Luisa Jäger, geborene Althaus? Das heißt ja genauso mit Nachnamen wie ich.